Leute und willkommen zu einem Video. Und zwar geht es in diesem Video um das Thema Artikel 13 bzw. den Uploadfilter, was viele von euch wahrscheinlich schon mitbekommen haben, weil man kommt um das Thema nicht drum herum, weil egal wo man hinguckt, überall geht es um das Thema. Und wenn man einen Stream macht, fragt auch jeder nach der Meinung und deswegen dachte ich auch, dass ich das Video mache. Dann kann ich auch noch das Video hinweisen. Ja, einige sind bestimmt schon genervt, so viele Leute dazu ein Video machen, was ich aber gar nicht mal so schlimm finde. Ich finde, man kann dem Thema lieber zu viel Aufmerksamkeit geben als zu wenig. Bloß, dass einige Leute bzw. YouTuber da abziehen, finde ich nicht so nice, aber dazu werde ich gleich nochmal viel mehr erzählen. Ja, was ich noch vorab sagen wollte, falls ich irgendwas Falsches sagen sollte, könnt ihr mich gerne in den Kommentaren berichtigen. Würde mich freuen und ihr könnt auch gerne in den Kommentaren mitdiskutieren. Ich hatte das Video auch schon mal aufgenommen, aber ich war mit dem Video nicht zu 100% zufrieden. Wissen2Go hat da auch noch sein Video hochgeladen im Nachhinein. Deswegen wollte ich das Ganze nochmal neu aufnehmen. Für die Leute, die es noch nicht wissen sollten, was der Artikel 13 bzw. der Uploadfilter ist. Auf jeden Fall wird mit dem Uploadfilter jede Art von Content, der Urheberrecht beinhaltet, gar nicht erst hochgeladen. So, einige denken sich so jetzt, hä, was ist daran so schlimm? Das gibt's ja schon. Aber bei YouTube, den Uploadfilter, gibt's noch viele Fehler. Und deswegen sind da viele noch nicht so mit zufrieden. Und deswegen kam Artikel 13 auch zustande. Und generell, weil es auf Facebook, etc., auf den ganzen anderen Plattformen auch vertreten werden soll, dann der Uploadfilter. In dem Video von Wissenswert meinte er auch, dass man keine Memes mehr posten darf. Das hat sich aber allerdings schon geändert. Dazu sage ich aber am Schluss nochmal ein bisschen mehr. Und er meinte auch in seinem Video, dass wenn man sich ein Buch kauft und da eine nette Zeile findet, ein Bild macht, dass man es nicht hochladen darf, weil das Urheberrecht geschützt ist. Wenn ihr aber sein ganzes Video noch mal sehen wollt, ist es auch noch mal in der Videobeschreibung verlinkt. Was, denke ich mal, die Kernaussage des Videos war, ist einfach, dass es YouTube 2019 nicht mehr geben wird, beziehungsweise, dass so gut wie alle Kanäle gelöscht werden, außer die von großen Konzernen. Heißt, irgendwelche RTL-Sendungen können prima noch auf YouTube hochgeladen werden, aber halt die ganzen YouTuber, Dagi B, Beast Beauty Palace, Conquaster, Julian Bam und wir alle würden halt gar nicht mehr existieren, weil wir keinem großen Konzern zugehören. Und dem Punkt haben sich halt viele zugunsten genommen, haben das groß als Titel genommen und unnötig Panik verursacht in den ganzen Videos und bei den ganzen jüngeren Zuschauern, weil die glauben das ja auch alles, was man sagt, aber ich kann es mir persönlich nicht vorstellen. Allein schon verdient der Staat, denke ich, echt viel Geld an den ganzen YouTubern. So klar würden die, denke ich, auch gut ohne das Geld auskommen, aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass da eine gute Menge bei rumkommt. Es gibt zwar viele Unternehmen, wodurch die mehr Geld verdienen würden, aber das wäre für mich auch schon ein Punkt, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass die es zulassen, weil wie viel Geld würde dadurch flöten gehen, wenn man alle Kanäle schließen würde. Dazu muss ich aber sagen, dass ich von Steuern nicht so viel Ahnung habe. Also falls da irgendjemand mehr Ahnung hat, dann kann er das ja gerne in die Kommentare schreiben. Das war jetzt so von mir selbst überlegt. Generell kann ich mir auch nicht vorstellen, dass YouTube an sich das gefallen lassen würde, weil das deren ganzen Existenz ist und sie davon leben und generell YouTube ohne die ganzen Kanäle nichts mehr wäre und die letzten Jahre einfach weggeworfen werden und gelöscht werden und nicht mehr aufrufbar sind und dadurch auch sehr, sehr viele Arbeitsplätze verloren gehen würden. Nicht nur so von den ganzen YouTubern. Wie viele Leute sind von YouTubern abhängig? Auch hinter Julian Bam zum Beispiel hängt auch ein ganzes Team und ich denke, das ist bei ganz vielen YouTubern so. Den hat ja auch eine fette Villa, wo die Merch machen und Büroarbeiten und was weiß ich. Also bei ihm steckt ja auch ein ganzes Team dahinter. Und ich finde es ein bisschen schade, dass so viele große YouTuber das als Hauptaussagepunkt nehmen und unnötig Panik, wie gesagt, verursachen. Und ich weiß nicht, das klappt halt so gut bei den jüngeren Zuschauern, deswegen finde ich das umso schade, dass man sowas dann auch ausnutzen muss. Kann mir ja mal euer Statement dazu in die Kommentare schreiben. Ich persönlich finde es ein bisschen schade, dass man das alles so auf sich nimmt, nur für ein paar Klicks und dann so eine Scheiße da weiter verbreitet. Generell wird das Thema sowas von ausgeschlachtet. Wären das wenigstens vernünftige Informationen und nicht so Müll, dann kann ich es auch nachvollziehen, dann würde ich es sogar gut finden, aber so weiß ich nicht, was Conquaster da alles in seinem Video erzählt hat. Nee, irgendwie war ich da nicht ganz so überzeugt von. Das könnt ihr euch ja auch nochmal angucken, das kann ich meinetwegen auch noch verlinken, das Video, aber weiß nicht mehr, was er da alles für Punkte genannt hat, aber das waren ja echt so Punkte, die man sich so null vorstellen kann. Was ich auch sehr oft gelesen habe, ist, dass einige Leute noch nicht verstanden haben, dass der Upload-Filter nur in der EU zählt. Also die Schweiz zum Beispiel gehört da nicht zu. Also Leute, ihr aus der Schweiz seid davon nicht betroffen, weil das haben auch viele nicht verstanden. Und generell so bei dem Thema finde ich es ein bisschen schade. Es sind ja hauptsächlich nur ältere Leute im EU-Parlament. Dann finde ich es schade, dass solche Leute über unsere Zukunft bestimmen. So klar, das ist eine harte Aussage, aber ich denke nicht, dass sie so unnormal viel Ahnung haben und sich so viel mit dem Thema beschäftigt haben. Weil ich denke mal auch nicht, dass sonst so viele dafür gestimmt hätten für den Artikel 13. Klar, an sich ist es ganz gut, da sie halt viel mehr Lebenserfahrung haben, etc. Also in vielen Themen ist das ziemlich gut, aber an dem Thema finde ich das ein bisschen, naja, nicht so praktisch, dass dann ausgerechnet solche Leute über
so ein Thema abstimmen können. Aber an sich muss ich sagen, dass ich den Artikel an sich ganz gut finde, bloß die Umsetzung finde ich nicht so gut. Ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen, dass sie dagegen etwas machen möchten, weil es gibt ja überall so noch die Fehler und Lücken und da machen einige mit den Sachen anderen so viel Cash und das kann ich auf jeden Fall verstehen, dass man da was gegen machen sollte, dann sollte man das Ganze klüger umsetzen. Was Wissen to Go auch in seinem Video meinte, ist, dass sie zum Beispiel beim Thema Memes auch schon mal was Sachen geändert haben, heißt, man kann Memes noch weiterhin benutzen, aber dazu könnt ihr am besten sein Video angucken. Ich will ihm jetzt nicht so seine Informationen klauen, weil ich persönlich habe dazu jetzt nicht viel gefunden. Ich habe eher gesagt gar nichts dazu gefunden. Aber wie gesagt, werde ich euch dann sein Video hier verlinken, dann könnt ihr sein Video am besten anschauen. Was ich auch ganz interessant war seine Theorie, dass es ja alles von YouTube bzw. Google so geplant war. Auch dazu würde ich euch echt empfehlen, sein Video anzugucken, weil ich ihm das jetzt auch nicht stillen möchte und dadurch Aufmerksamkeit bekommen möchte. Also guckt euch echt unbedingt sein Video an. Ich finde, da sind viele gute Informationen zu finden und das Video ist echt empfehlenswert. Ich wollte trotzdem nochmal darauf hinweisen, auf die Online-Petition gegen Artikel 13. Da könnt ihr alle nochmal unterschreiben. Und da müsst ihr gleich Vor-, Nachname und Postleitzahl angeben und die E-Mail-Adresse, wenn ich mich nicht irre. Ich habe es auf jeden Fall auch schon getan vor ein paar Tagen. Deswegen bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Ich mache einfach meine Abstimmung, dann könnt ihr mal abstimmen, ob ihr es schon gemacht habt oder nicht. Wäre, glaube ich, auch mal interessant zu wissen. Da haben schon 1,6 Millionen Leute dran teilgenommen. Zumindest war es der Stand gestern. Ich weiß nicht, wie viel das mittlerweile ist. Wobei ich da auch glaube, dass da persönlichere Sachen, zum Beispiel Briefe, irgendwelche Streiks mehr ankommen würden als eine Petition. Auch wenn 1,6 Leute, das ist auch echt eine ziemlich krasse Zahl. Aber ich glaube, kann man da, denke ich, auch noch mal viel mehr gegen machen. Meine Meinung ist auf jeden Fall, dass alle viel zu sehr mit dem Thema übertreiben, das viel schlimmer darstellen, als es im Endeffekt ist. Generell wird da jetzt ja auch anscheinend noch was geändert. Und ich finde es halt schade, dass einige Leute das Thema so ausschlachten und da ihre Zuschauer beunruhigen. Mir fehlen dazu einfach die Worte. Auf jeden Fall wollte ich dazu meine Meinung sagen. Wie gesagt, ihr könnt gerne über das Thema mitdiskutieren in meinen Kommentaren. Wäre, denke ich mal, auch ganz interessant, eure Meinung zu wissen. Wenn ihr wollt, könnt ihr das Video auch gerne teilen, falls ihr irgendwelche Freunde habt, die immer auch davon ausgehen, dass 1000 Kanäle gelöscht werden. Aber ich glaube, zu dem Thema haben auch schon mehrere YouTuber ein Video gemacht. Das war es auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst eine positive Bewertung da. Bis nächstes Mal. Haut rein und ciao. Oh, lost it, baby,